Wunderschönen guten Morgen. Wie man vielleicht sieht, draußen ist es noch dunkel, denn wir haben, glaube ich, ja, 20 vor 8. Und wir sind heute früh unterwegs, denn wir wollen wieder in den Vogelsberg. Und dort hat man jetzt sehr sinnvolle Maßnahmen erlassen. Und zwar werden bestimmte Straßen zu Parkplätzen, die einfach viel zu voll waren in letzter Zeit, von 9 bis 16 Uhr gesperrt. Das heißt, wer gerne hin möchte, darf gerne kommen, aber dann bitte früh und zwar vor 9 Uhr. Oder erst wieder nach 16 Uhr. Runterfahren darf man, aber hoch eben nur vor 9 Uhr. Das ist so ein bisschen wie manchmal, wenn man auf den, wir sind früher viel auf den Kaunertaler Gletscher gefahren und dort wurde die Straße dann auch oft zum Beispiel ab 10 Uhr geschlossen, aber nicht wegen Überfüllung, sondern damals wegen Lawinengefahr. Wenn das dann ab 10 Uhr wärmer wird, dann gehen eher Lawinen ab und dann durfte man erst wieder, oder es musste auch Lawinen gesprengt werden, dann durfte man erst nachmittags wieder runterfahren. Das erinnert mich heute so ein bisschen daran. Auf jeden Fall freue ich mich riesig, denn wir fahren heute in eine Gegend, wo ich, wenn dann vielleicht mal als kleines Kind war, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall kann ich mich nicht daran erinnern. Und da nehme ich natürlich die Kamera mit. Der Wald gestern war ja schon wunderschön verschneit. Also es sah aber eigentlich noch schöner aus wie im Westerwald, wo ich jetzt die letzten Tage war. Da werde ich zwar auch wieder hinfahren, aber jetzt nutze ich erstmal hier das aus und ich freue mich und ich bin gespannt und ja, werde jetzt in der Küche unseren Proviant anrichten. Heiße Tomatensuppe aus der Flasche mit ein bisschen Brot, Käse. Ein paar Keksis mitgenommen, selbstgebackene und dann schon bestens ausgestattet. Jetzt geht's los, ich nehme die Kamera. Important anymore. I feel me rising off the floor, light as a feather. I'm carefree. I'm